Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört und ich möchte mit euch jetzt rübergehen zu Dagobert. Der hat nämlich auch eine Quest, ja, ich denke mal bezüglich dieser Parkaktion, weil als das Ganze gestartet ist, hat er nämlich ein Questzeichen plötzlich auf dem Kopf gehabt. Und ich glaube, wir haben sogar in der letzten Folge mit ihm gesprochen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt noch mal kurz hin und reden noch mal mit Hallo. ihm. Ei, hallo. Er hat sogar zwei Sachen. Ach du Schande. Okay, Dreamlight, Parkfest, Dagobert Duck, beginnt die Aufgabe. Ah, Gameplayerin, kann nicht eine Minute deiner Zeit haben. Okay, was ist los? Es geht um meinen Neffen, Donald. Ich habe gehört, dass er sich im ganzen Dorf einen kleinen Streichkrieg mit Stitch geliefert hat. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Dinge mit den Dorfbewohnern wieder in Ordnung zu bringen. Mit Cupcakes. Tolle Idee. Jeder liebt Cupcakes. Ei, und hier ist meine großartige Idee. Ich möchte, dass es Stitch-Cupcakes sind. Ach, von ihm müssen wir das machen, verstehe. Ich habe Donald gesagt, dass ich ihm helfen werde, indem ich Cupcakes als Friedensangebot für den Ärger, den die Streiche verursacht haben, verteile, um den Ruf unserer Familie zu schützen und so weiter. Aber wenn die Dorfbewohner sie sehen, werden sie denken, dass die Cupcakes von Stitch und nicht von Donald sind. Oh, er wird kochen wie ein glühend heißer Kessel, und es geschieht meinem Neffen recht, dass er die Konsequenzen seines Handelns nicht bedenkt. Könntest du ein paar von diesen Stitch-Cupcakes backen und sie an ein paar Dorfbewohner verteilen? Lass uns ein bisschen Spaß haben. Hallo, hier Du bin bist in ich. meinem Restaurant immer willkommen. Ja, kann ich, kann ich. Oh, hi Donald, du hast nichts gehört. Wieso kommt er jetzt mit mir mit? Der braucht doch gar nicht mitzukommen. Der kommt doch sonst nicht aus seinem Kabüffchen raus. Wieso kommt er mir jetzt hinterher? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. So, jetzt kommen die Stitch-Cupcakes dran, wo ich ja schon beim letzten Mal schmerzlich vermisst habe, warum wir die nicht machen dürfen. Das sind doch, glaube ich, die letzten hier, ne? So wie ich das richtig sehe, ja. Okay, dann müssen wir auch wieder fünf machen, glaube ich. Ich habe jetzt nicht so hundertprozentig drauf geachtet, aber ich meine, ja. Oh, süße kleine Stitch-Ohren sind da drin. Okay, das ist Nummer zwei. Vier. Habe ich jetzt richtig mitgezählt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also es müsste theoretisch das letzte sein. Ich habe gerade einen Putzmarathon hinter mir. Entschuldigt bitte. Ich bin hier gerade total. Achso, Moment. Die darf ich ja jetzt auch wieder hier verteilen. Hier. Tun wir mal wieder was für immer die gleichen Personen. Die Armen, ey, die haben heute, die kriegen wahrscheinlich irgendwie noch Zuckerschaden oder sowas, weil die nur noch Cupcakes am Essen Wir sehen sind. uns bald. Ja, Mutter Gutel, es tut mir leid, aber dir muss ich wieder einen aufdrängen. Aber du magst sie doch so gerne und du hast ja auch eine magische Schönheit, wortwörtlich. Ach nee, stimmt gar nicht. Das ist nur, dass sie magisch jung ist. Sie hat keine magische Du bist Schönheit. noch hier? Deswegen, das erklärt so War nur einiges. Spaß. Nein, ich Danke rede für hier ganz deinen so. Besuch. Für dich habe ich auch noch was. Zack. Oh, die sagen halt immer das Gleiche, ne? Ah, nee. Danke, das ist großartig. Hat sie letztes Mal nicht gesagt. Ihr müsst euch Hey, schon wieder hallo. stören. Ihr müsst mal wieder Cupcake-Kaninchen sein hier. Kaninchen. Testkaninchen? Oh Gott, ich komme gar nicht mehr auf die Ausdrücke. Nein, nein, nein. Ich will kein Bis Doppel bald. verteilen. Nala, komm mal Hallo. her. Du musst den letzten haben. Also nehmen. Also essen. Also es reicht, wenn du den nimmst. Essen musst du es nicht. Hallo. So, dann haben wir da alle verteilt. Dann Danke. müssen wir wieder zu Dagobert gehen. Der hoffentlich in seinem Laden ist. Ehrlich gesagt, habe ich ihn seit langer Zeit nicht mehr woanders angetroffen. Okay, er ist hier. Er Ich habe schältet einen Job seinen für armen Neffen dich. schon wieder. Ei, hallo. Jeder Cupcake ist verteilt worden. Ein paar Kunden sind bereits in den Laden gekommen und haben sich für die Cupcakes bedankt, die du gemacht hast. Ich kann dir nicht genug danken, Gameplayerin. Aber hoffentlich sind diese Belohnungen ein guter Anfang.
4. Das geht die bei den anderen auch. Semmeln. 4 grüne Anstecknadel. Das heißt, wir haben jetzt nur die grünen Anstecknadel bekommen bisher. Ja gut, und die roten Anstecknadeln, die wir unterwegs mal gefunden haben. Das ist ja doof. Dann machen wir doch direkt noch die zweite Quest für dich hier. Ah, genau, die fähige Schreinerin, die ich zu sehen gehofft hatte, Gameplayerin. Ich höre zu. Oh ja. Das Dreamlight Parks Festival ist eine wunderbare Gelegenheit, das Dorf aufzufrischen. So kommt jeder in Feststimmung. Und ich habe eine exklusive Entwürfe für neue Möbel, falls du daran interessiert bist. Exklusiv und ist gut. Neue Möbel hört sich auf jeden Fall immer gut an. Zuerst musst du Materialien sammeln. Hier, ich habe eine Liste mit allem, was wir brauchen. Also nicht trödeln. Ah, die Sonne glänzt fast so hell wie mein Geld. Du Schande. Ihr wollt mich doch veräppeln. Was brauchen wir denn noch alles hier? Ach, du Schande. Ja gut, okay, die Blumen. Okay. Roter... Ist das... Nee, Moment, das ist... Das ist das Gewürz, ich wollte gerade schon sagen. Normalerweise steht da doch hier. Gelbes Gänseblümchen, du bist kein Gänseblümchen. Doch, du bist ein Gänseblümchen. Ah, Moment. Das ist, ich habe jetzt gar nicht danach geguckt. Ach, hier haben wir schon wieder. Wieso steht hier oben eigentlich die ganze Zeit aktive Aufgabe drin? Hallo? Das geht nicht mehr raus. Oh, oh. Ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwas verbuggt ist. Das wäre nämlich jetzt richtig böse, wenn ich das alles jetzt nochmal neu... suchen müsste hier. Also ich wollte das jetzt eigentlich aus meinem Vorrat rausholen. Aber ich habe mir gedacht, wenn hier ja schon mal Pflanzen rumstehen, dann können wir einmal kurz hier rumgehen. Och, hier ist nochmal so eine. Ey, die sind hier tatsächlich überall. Holla, die Waldfee. Vorhin, als ich hier rum... Da auch schon wieder. Vorhin, als ich rumgelaufen bin, ja, waren nicht so viele hier. Weiße brauchen wir gar nicht. Okay. Ich bin jetzt einfach mal geschnappt. Ich sehe hier gar nichts, weil hier alles... Hier ist schon wieder eine. Weil der Text hier so blöd drin ist. Ah ne, die weißen brauchen wir nicht. Habe ich gerade noch gesagt und schon nehme ich wieder eine. Das ist wieder... Oh, hier ist auch schon wieder eine. Das ist wieder ganz toll. Was ist denn heute hier los? Ich kann hier nur noch rumlaufen und Blumen einsammeln, oder was? Hier ist ein grüner Bartfaden. War der auch drin? Ja, der war auch drin. Okay, Frage ist, brauche ich nur die Sachen von... Nee, Moment, lila Hortensie. Okay, dann brauchen wir die auch aus den anderen Gebieten. Ja, aber ich wollte jetzt nur mal eben hier oben gucken, was ich jetzt so auf Anhieb finden kann. Aber da sind einige natürlich bei... Puh. Eisenbarren ist natürlich auch nicht gerade wenig, im Gegenteil. Gold, Gold habe ich so viel, aber Eisenbarren ist natürlich... 25 waren das, ne? Oh, das ist sogar mehr als mein Vorrat. Das finde ich nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Okay. Sonnenblume, Seil. Seil. Achso, Seil müssen wir uns aber machen. Das hier ist kein Seil, oder? Das ist nur Faser, genau. Okay. Haben wir... Wir haben keine Werkbank hier drin, ne? Jetzt weiß ich aber nicht. Ich glaube, ich habe auch keine mehr. Nee, hier ist es auch nicht drunter. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt nicht verbuggt ist, wenn wir jetzt nach draußen gehen. Weil, wie hieß nochmal die Nachricht? Das hatte aber nur mit dem... Achso, wir müssen ja erst noch die anderen Sachen holen. Das hatte aber, glaube ich, nur damit zu tun, dass wir draußen nicht kochen dürfen. Ne? Alles andere sollte rein theoretisch in Ordnung sein. Moment, Hortensie war... Lila Hortensie, 5 Stück. Ja, bei der letzten Quest ist schon wieder so viel hier weggegangen. Das ist Wahnsinn. Ich habe es auch noch nicht geschafft, das alles wieder reinzuholen. Ich müsste eigentlich mal grinden, aber man hat halt nicht jeden Tag Zeit, überhaupt ein Spiel reinzugehen. Also, ein Spiel reingehen muss ich ja im Endeffekt jeden Tag, weil sonst... oh. Oh. Ah, nee, es ist auf der anderen Seite. Oh, habe ich gerade schon gedacht. Das müssten, ja, das sind 5 jetzt, dann 5 Sonnenblumen noch. Da brauchen wir noch eine. Und Seil muss ich gleich machen, den grünen.
Bartfaden, davon brauche ich 14. So. Roter Bartfaden? Ich habe nur einen lilanen Bartfaden. Gibt es auch einen roten von? Okay, violett heißt das. Oh, sag mir das bitte nicht, weil dann würde das nämlich genau daran jetzt hängen. Das sind alles Bartfaden hier? Okay. Also 10 Stück brauche ich. Ja gut. Jetzt habe ich aber wirklich gerade einen Schock bekommen. Okay, also 25 Seile müssen wir uns auf jeden Fall noch herstellen. So, 25 Seile. Seile. Ich kann nur 7. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Das ist wirklich nicht euer Ernst. Wie konnte ich die Faser herstellen? Mit Algen. Algen habe ich jetzt aber nur eine. Die wiederum kann ich aus denen herstellen. Und jetzt werde ich gerade bekloppt. Moment, wie viel haben wir? Oh. Okay. Wie viel brauche ich jetzt? 8 Stück. Ja gut, das Problem ist natürlich, dass man das jetzt nicht so herstellen kann, dass man dann immer genug hat. Das heißt, dass wir 144... Was brauchen wir denn da? Fasern brauchen. Das sind die. Das heißt eigentlich 145, weil wir da 5 von herstellen. Pro Alge. Oh mein Gott, okay, 145. Habe ich mich jetzt verrechnet? Müssen wir jetzt 29? Ach nee, Moment, der rechnet das ja direkt um. Ja, ja, okay, 145, das können wir direkt so machen. Ja, 29. Das war genau das, was ich meinte. Okay, gut, dass ich so viele rote Algen habe. Oh, Wahnsinn. Okay, dann stellen wir davon jetzt die Faser. Okay, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verrechnet. Oder was hatte ich jetzt eben ausgerechnet? Moment. Wie viel? Wir brauchten... wie war das nochmal? Wir brauchten 8 Fasern und wir brauchten... Ich bin mir nicht sicher. 18, glaube ich, war das. Also, genau, 144 hatte ich eben gesagt. Dann machen wir mal so rum. Ich habe mich jetzt irgendwie mit den Algen ein bisschen vertan. Aber naja, gut. War doch ein bisschen viel. Das müsste aber jetzt theoretisch... gehen. Also wenn es wirklich 18 waren. Ich muss noch mal eben nachgucken, aber ich meine ja. Ja, okay. Oh mein Gott. Ach, der steht schon neben mir. Einen schönen Tag noch. Sieh mal einer an. Du hast alles, was du brauchst. Ich habe mir Luftballons vom Disney Park und neue bunte Bänke vorbestellt. Geh direkt zu einer Werkbank und baue sie. Danach kannst du sie benutzen, um das Teil zu dekorieren. Ich habe sogar eine besondere Belohnung für dich, wenn du fertig bist. Okay, sagt ihr mir direkt... Nee, sagt erstmal nur, stelle Folgendes her. 5 Luftballons und 5 bunte Parkbänke. Möbel. Das sind aber jetzt nicht die hier, das sind andere, ne? 5 Luftballons? Ja. Können wir jetzt einfach irgendwelche nehmen oder sollen wir da jetzt spezielle Luftballons nehmen? Also die jetzt auch gerade noch bunte Luftballons heißen. Das ist jetzt die Frage... Ah. Aha. Nee, bunte Parkbank war das. Gut. 5 Luftballons. Achso, das ist Parken Mickey Maus. Okay. Und die hat jetzt nicht nach oben gemacht. Nee. Und 5. Wo sind die? Hallo, die Parkbänke brauche ich bitte. Jetzt sind die Parkbänke weg? Alter, dein Ernst jetzt? Bunte Parkbank. Wenn ich jetzt hier wieder reingehe, sind die jetzt wieder oben? Also oben waren sie ja nicht, aber... Ah, da sind sie. Ich
wollte gerade sagen, ich bin noch nicht ganz doof hier. So. So, dann haben wir das. Oh, ich dachte gerade schon, es ist zurückgesetzt worden. Ah, dann steht da immer 0. Dekoriere dein Tal. Ja, da würde ich fast schon sagen, dass wir das in erster Linie hier oben hin machen, weil da hatten wir ja schon so schön mit Deko angefangen. So, die Frage ist nur, wo? Eine bunte Parkbank darf, wenn man zu schnell klickt, ne, darf gerne hier hin. Und entsprechend einmal Luftballons dahinter. Dann machen wir hier noch eine hin, dann kann man so schön zugucken, wenn die hier gerade am Fahren sind. So, dann muss ich mal eben gucken, wo das jetzt hier schön aussieht. Dann machen wir... Ja... Erstmal hier eine hin. Das ist zu groß. Ah ne, das passt auf jeden Fall noch. Das ist gut. Dann machen wir hier noch eine hin, damit man da auch zuschauen kann. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das schneidet sich jetzt hier nicht mit dem Holz. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier einfach wegschmeißen. Machen wir hier noch eine hin. Mit denen dahinter. Die können wir jetzt leider nicht wegnehmen, ne? Sonst hätte ich die jetzt mal eben mit rübergenommen. So, aber ich bin ja sowieso hier, stimmt. Dann kann ich auch mal kurz die Kiste mitnehmen. So, perfekt. Dagobert. Dagobert? Dagobert. Machen wir so. Wieso steht der jetzt die ganze Zeit vor meinem Haus und wartet da, bis ich wieder zurückkomme? Oder ist er jetzt am Angeln? Kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier am Teich ist. Nee, hier hinten. So, Dagobertchen. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Prächtig, einfach großartig. Die neue Dekoration sieht fantastisch aus. Ich bin schon in Feststimmung. Und hier ist eine kleine Belohnung, wie versprochen. 50 Ansteckner. Wow! Dann haben wir jetzt 70 grüne Anstecknadeln und 3 rote. Ja, wir haben ein bisschen viele Algen gemacht. Das ist ein toller Tag. Wir hatten doch mal was gesehen mit den Anstecknadeln. Das fand ich ja schon so. Ach nee, das war nicht hier. Das war unter der Sammlung irgendwo. War das Sammlung Werk? Oh, was ist das? Pixelscherben-Duplikate. Was ist das? Ein Rezept, was wir noch nicht erhalten haben. Okay. So, aber das sind jetzt alles die Möbel. Das wollte ich, glaube ich, nicht, weil ich wollte... Genau, unter Sammeln war das. Hier, da ist das, wo wir die blauen finden sollen. Friedliche Wiese und schillernder Strand. Da müssen wir mal gucken. Ach, ich habe aber von irgendwas gehört. Moment, ich hatte mir das aufgeschrieben. Ja, genau. Diese blauen Anstecknadeln, die soll man wohl an weißen Stellen in der friedlichen Wiese und am Strand angeln. Genau, es ist mir irgendwo beim Weg gelaufen. Ich habe mir nämlich ein Video angeguckt, da ging es eigentlich gar nicht darum. Aber da wurde das dann in den Kommentaren erwähnt. Genau, die blauen, die müssen wir angeln. Und ja, die gelben, das ist jetzt eine gute Frage. Gelb wird verkauft für 50. Mehr wissen die da nicht für. Kriegen wir vielleicht auch während einer Quest, weil hier oben die, da steht halt auch nur, wird verkauft. Ja, und das hier hatte ich ja auch schon mal bei einer vorherigen Folge gesagt. Das steht als Rezept drin, blau und rot. Da wir jetzt die blauen natürlich noch nicht haben. Ich würde sagen, wir angeln jetzt mal eben kurz. Mit der Hoffnung, dass wir vielleicht ein paar blaue bekommen. Dann können wir nämlich mal gucken. Ja, genau. Es sind immer weiße Blasen hier. Aber wenn man tatsächlich mal darauf angewiesen ist, weiße Blasen zu kriegen, dann haben sie jetzt natürlich keine da. Doch, hier sind welche. Und da hinten auch. Okay, perfekt. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Fisch raus. Das wäre jetzt ein bisschen blöd.
weil, ne, wenn das jetzt schon so eine Art Event sein soll, dann wäre es natürlich gut, wenn man... Ah ja, ich wusste, es war so klar. Es war so klar, dass genau in dem Moment jetzt ein Fisch da rauskommen muss. Also ist das wieder so ein Event, wo man dann stundenlang angeln muss, bis man dann mal eine Anstecknadel bekommen hat. Oder es ist eine 50-50-Chance. Das kann natürlich auch sein. Wir werden es gleich herausfinden. Also 50-50 ist es definitiv schon mal nicht. Es war das andere schillerne Strand, ne? Hier ist auch nochmal was Weißes. Wir testen jetzt mal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil die Folge soll ja jetzt auch keine Überlänge bekommen. Aber so grundsätzlich, wir testen mal. Oh, Biest, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich hatte keine Lust, groß rumzulaufen. Wieso kriege ich den jetzt auf einmal aus weißen Blasen? Ich möchte das. Groß rumzulaufen, um dich zu suchen wegen Cupcake. Es tut mir wirklich leid. Den kommt man nicht nehmen, ne? Das war hier so eine Dekopflanze. Ja, genau. Okay, da hinten haben wir auch nochmal was. Ich würde halt schon gerne, vorausgesetzt, man braucht nur eine, das mal ausprobieren, wenn ich diesen blauen kriegen würde. Sind mir jetzt die blauen am Angel? Doch, ich glaube, die blauen waren es. Wenn ich da zumindest eine von kriegen würde, ob man das Rezept dann... Ah, hier. Hier, sehr schön. Schnell mal ein Screenshot gemacht. Sehr, sehr geil. Jetzt gucken wir mal, ob das Rezept tatsächlich auf der Werkbank ist. Ob das Rezept auf der Werkbank ist. Naja, ihr wisst, was ich meine. Deutsch 6 Sätzen, aber ansonsten inhaltlich ist alles okay. Buddy, geh mir mal aus dem Weg, bitte. Ich hab's gerade eilig. Entschuldigung. Tag, um draußen zu spielen. So, funktionelle Gegenstände. Also hier, ja gut, veredeltes Material ist es nicht. Funktionelle Gegenstände dürfte es auch. Doch, lila Anstecknadel. Ah, okay. Und 100 Dreamlight braucht man noch dafür. Ja, da stand, glaube ich, eine Übersicht eben. Dann haben wir auch die lila Anstecknadel. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir die lilane bekommen, wie wir die blauen bekommen, auch wenn es ein bisschen länger dauern wird. Die roten findet man wohl so auf dem Weg, so wie ich es mitbekommen habe. Und die grünen bekommen wir dann durch Quests. Die große Frage ist, kriegen wir noch mehr? Brauchen wir noch mehr Farben oder waren das jetzt alle? Ich glaube, hier war auch kein Hinweis da drauf, oder? Auf die Farben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, ist gerade aktualisiert worden. Sehr schön. Belohnung für die Herausforderung, herrschaftliche Feier von Dream Snaps. Ach so, Dream Snaps. Ach. Ach, das hat damit gar nichts zu tun. Ey, ich bin auf dem stolzen Platz von 76.628 gelandet. Yay. Ich muss dazu sagen, ich habe einfach nur irgendein Bild hochgeladen. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt tatsächlich was damit zu tun hatte. Aber ich habe das auch nur gemacht, damit ich das hier leveln kann. Ich lade halt so lange Bilder da hoch, jetzt nicht extra gestellt dafür, damit ich dann irgendwann mal auf Level 10 bin. Und ich glaube, mehr kann man dann auch gar nicht machen. So, Aktivierungen. Ja, das ist klar hier. Das ist das mit den Cupcakes. Community-Herausforderung. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war. Ja, hier steht nichts drin. Ach so, ich weiß aber, wo wir nachgucken können. Da war ich doch eben schon drin, nicht doof. Also wir haben blau, wir haben lila. Genau, die gelbe. Die gelbe fehlt uns noch. Die müssten wir rein theoretisch unterwegs finden. Und hier die Blumenanstecknadel, die haben wir ja auch schon gefunden. Gibt es hier noch eine weitere? Nee, das ist die einzige anscheinend. Ich habe mich schon gewundert, warum ich immer die gleiche rote bekomme. Ja, und hier auch die roten, die haben wir natürlich auch frei. Also die gelben, da weiß ich jetzt nicht so genau, wo ich die herkriege. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das könnte noch ein bisschen knifflig werden, das herauszufinden. Oder ich finde sie irgendwann mal zufällig, dass sie mir vor den Füßen liegen. Das kann natürlich auch sein. Ja, da haben wir nur die Standardaufgaben. Ich würde sagen, dann haben wir auch zu dem Event alles gemacht. Hier ist auf jeden Fall, außer Mike jetzt mit den normalen Aufgaben noch, die wir noch machen werden, ist ansonsten nichts mehr markiert. Dann würde ich sagen, dann war es das auch schon für diese Folge. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, solltet ihr wissen, wo man diese gelben Anstecknadeln herbekommt.
wenn die einfach so rumliegen, könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr wisst, wo ihr vielleicht schon mal eine gefunden habt, dass ich da dann schon mal öfter nachgucke oder so. Ich gehe mal davon aus, dass das Event sich nur auf dieser Karte hier ja, befindet sozusagen, also dass das nur hier ausgeführt werden kann, dass man nicht das DLC benötigt, hoffe ich zumindest inständig. Weil wäre jetzt ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, die das DLC eben nicht haben, wenn man sagen würde, naja, ihr könnt aber auch dann auf dem DLC halt eben, oder ihr müsst auf dem DLC die Sachen holen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das alles hier machbar ist. Und ja, dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge geht es dann wie gewohnt wieder mit den Quests von Mike weiter. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.